Es sei denn, ich lege mich daneben. Ja, nee, das muss ich sagen. Also ich lieg dann lieber allein. Ja, mit Mammut im Bett und bei 90 Zentimetern. Nachher bist du noch nekrophil. Muss nicht sein. Bitte? Ich bin nicht Negro. Was? Ist ja. Okay. Ja, mach zu. Mach die Klappe zu. Ich rede mit meiner Frau, nicht mit dir. Ah, noch besser. Nicht angesprochen. Mann. Ich versüße mir gerade das Leben, solange ich hier warte. Ah, okay. Ach, verdammt, falscher Eingang. Herr Megalink. Ich hab grad einen Hals vorgehabt. Das ja, geht so nicht. Ich gut hier, die falschen Eingänge nehmen, das ist prima. Zum Glück hat mein. Nee, das sage ich jetzt nicht, das wird dann sonst ganz. Ach, das muss rausschneiden. Dann. Willst du schon wieder hier auf Folgen gehen, Robert? Ja. Ich hab mir gedacht, ich komm dir mal entgegen. Okay, wir müssen hier lang. Da wollte ich auch eigentlich lang und nicht wieder da hoch. Wir müssen mal unbedingt eine nicht jugendfreie LP machen. Das geht so nicht. Nein. Wir müssen uns mal richtig auskäsen. Und dann willst du es auf YouPorn hochladen oder was? Die YouPorn Let's Plays. Hm? Gott. FSK, so weit kommt's noch. FSK 21. Mindestens. Wird in Deutschland indiziert. Das nur unter dem Ladentisch. Das hört sich auch pervers an. Du bekommst es dann nur unter dem Ladentisch. Bäh. Herr Megalink mit seinem falschen Eingang, du mit dem unterm Ladentisch. Oh, wo du bin ich hier gelandet? Was für Depp habe ich mir hier angelacht? Ihr denkt aber auch immer direkt falsch. Das ist Nein. Ich grundsätzlich nicht. Nur halt, wenn ich weiß, dass jemand anderes gleich denkt, muss ich dann gleich denken, woran denkt der, damit ich dann mich auf irgendwas gefasst machen kann. Ach so, okay. Ich muss ja mit dem Schlimmsten rechnen. Der Old Gothic hier, das ist der Schlimmste. Ja, ausgerechnet ich. Mhm. Von wem habe ich das gelernt? Ich weiß nicht. Deine Frau? Ich bin seitdem ich mit dir zusammen aufnehme. Nein, also bei mir kann das sowieso nicht passieren, im falschen Eingang. Weil da hinten ist, ich habe eine Gabel geschluckt und da hinten sind jetzt Gitter drin. Grundsätzlich eine interessante Idee, aber stört das nicht beim Sitzen? Und ich sehe da immer noch kein Problem. Weiß auch, Hintereingänge müssen auch mal geschlossen werden, ne? Löcher sind zum Stopfen da. Jep. Ah, guck mal, da kommt einer angeschissen. Wie, hast du einen Wichtel gepult, oder was? Das war eine Fata Morgana. Ah. Er hat noch einen Schurken in der Ecke gefunden. Ja, deswegen bist du tot. Oh Mann. Du musst aufpassen, wir sitzen noch. Kam da wieder von hinten, oder was? Ja, der wollte auch den richtigen Eingang nehmen. Oh Junge. Wenn das weitergeht, ich brauche was Deftiges. Ich glaube, ich lutsche gleich erstmal an meinen Nüssen. Da brauchst du erstmal Mentholbonbon. Nein, du musst was Deftiges haben. Fleisch. Mhm. Fleischnüsse. Ich hab immer noch Hunger. Lecker. Machen wir mal gleich Schleichwerbung. Ja, Erdnüsse, pikant gewürzt. Schleichwerbung geht von ihm aus, nicht von mir. Bezahltes Produktplacement. Er kriegt aber das Geld, nicht ich. Schön wär's. Prewe zahlt mir nichts dafür, aber okay. So, Ja. Sind wir jetzt alle bereit?
falle ich jetzt nicht mehr so schnell um? Komm, kriegst du mal einen Waffe. Weiß ich nicht. Das sind nur Wichtel. Die haben nicht mal einen Elite-Rand. Ja, denn... Rein da. Charge! Bin tot. So war's vorhin. Wo ist denn der dir gerade in... Der ist hinten in der Ecke. Ich bin tot. Ah, nicht schon wieder. Ey, das gibt's doch gar nicht. Was machst denn du? Ich bekomme hier eine volle Ladung von diversen Feuerbällen ab. Mhm. Und die machen Bösauer. Und ich kann da nicht reinrennen. Sonst könnte ich die eventuell mit Gewitter beseitigen, aber die stehen beschissen. Anken ist nicht, ne? Er ist in einer Stunde wieder. Nee, in 18 Minuten wieder. Nee, so lange. Gut, also versuche ich nochmal, dass ich einzeln irgendwie um die Ecke wieder pulle. Also, ich krieg hier 300.000 Feuerbälle entgegen und... Und da, die Geschwindigkeit ist noch nicht da. Mhm. Ich würde so gerne, aber ich darf nicht, kann nicht. Ja, dann nicht. Ich bin ein Bob. Ja, kann ich bestätigen. Aber ein Einsitzer braucht keine Anhänger. Ist okay. Aber apropos Anhänger, ausklinken. Sag, viel zu weit weg. Ja, du stehst bei mir in der Tasche und sagst zu weit weg. Das sind hier die richtigen Trittbrettfahrer. Warum tretet ihr auf ein Brett? Jetzt könnte ich, aber du bist ja hinter mir. Nee, ich bin vor dir. Echt? Nö, bei mir bist du hinter mir. Das ist wieder die Servergeschichte. Das merke ich ganz oft, wenn ich an meiner WoW-Serie arbeite. Ich arbeite hier auch manchmal mit drei PCs dann. Und wenn ich da dann Charaktere herumdingse, ist dann echt schwer, das zu timen, dass es dann überall so aussieht, wie ich es gern hätte. Merkst du was, Ami? Nö, was merke ich denn? Na? Von wegen, was er wieder aufs Mettbrötchen schmiert. Dass du jetzt an mir hängst, oder was? Nein, ich laufe so nebenbei. Zack, 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 zack. Nee, von wegen... Hast du ihm nicht zugehört? Ja, doch, doch, ja, jetzt weiß ich. Was er hat, was er will und so. Was er kriegt, das sieht man. Ja, eine Festplatte, die in den Arsch ist. Ja, passt doch zu dir, du Arsch. Apropos, meine Rüstung ist am Arsch, sehe ich gerade. Du kannst mir ja, dann ist wenigstens die Rüstung, der Arsch geschützt, wenn Rüstung am Arsch ist. Ja, da kann keiner falschen Eingang benutzen. Also denk dran, gelb gibt's nicht, ne? Entweder rot oder grün. Okay, dann müssen wir noch ein bisschen. Es ist gelb. Gelb gibt's nicht, das ist grün. Farbenblender. So, versuchen wir das jetzt gleich nochmal ohne zu sterben. Das wären mal völlig neue Maßnahmen, ich weiß, aber... Nun gut. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Das war doch in so einer komischen Instanz. Düsterbruch war das doch genauso. Da ist auch der dämliche Tank immer reingerannt. Nein, kann mich nicht dran erinnern. Nein. Wir hatten keinen dämlichen Tank. Oh, der muskellose, nackte Ork vor mir. Und der Untote. Ich glaube, ich kann dich ein bisschen besser heilen. Ich wollte nur ein paar Blümchen machen. Blümchen, ja. Hey, gerne. Warum pflückst du nicht, du Blumenpflücker? Die Blümchen, die hab ich... Wer schmust denn hier mit den Nachtelf, ne? Der Baum? Ja. Oh, ich bin kein Baum, ich bin... Das macht die Sache nicht besser. Ich schmuse nur mit meinesgleichen. Ochse. Keine Details. Stehst auch auf Ochsenschwanzsuppe, ne? Ja, genau. Aber mit Mett. Mit Brötchen. Ich denke, ja, ich denke schon wieder an Gulasch. Gib dir nachher Essen. Gib doch Gulasch. Also ich sehe das schon kommen, dass ich mir die NCIS-Folgen auf Wiederholung angucken kann. Wenn das hier so weitergeht? Ist kein Problem für mich. Ich wollte heute noch Silent Hill durchspielen. Ach, du musst erstmal hier diesen Dungeon durchspielen. Ja, das auch. Und da muss ich noch was essen. Mit einem unfähigen Heiler und mit einem noch unfähigen Schamhaar. Und mittendrin ich. Und mittendrin. Krabbelt der mir schon wieder hinten rein. Lass das. Ich bin vor dir.
Nein. Du klebst mir regelrecht am Hintern. Moment. Ihr steckt beide ineinander drin. Wie auch immer ihr das geschafft habt. Nee. Kopfkino aus. Tannenbaum, 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 Lametta. Das ist eine Kuh und ich bin ein Ork. Stell dir mal vor, der steckt in mir. Ach du Schande. Ich muss mal umgedreht vorstellen. Ja, das würde ja wenigstens passen. Boah, wäre zwar eklig, aber würde passen. Oh, der ist aber eingenommen von sich, du. So, ich pull dann schon mal, ne? Lass mir wenigstens zwei Züge von der Kippe, bitte. Okay. Wie lange brauchst du denn zum Ziehen? Hast du deinen Trank genommen? Mein Heiltrank, ja. Nein, dein Stärkungstrank. Ja, habe ich. Warte, ich will meinen auch noch nehmen. Jetzt komm hier ums Eck. Wieso? Scheiß Wichtel. Hey, ich finde den nicht. Der ist doch noch nicht alle. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Ja, nee. Ja, sie kommen an, sie kommen an, sie kommen an. Ein Stückchen. Ach, was habe ich denn da noch? Ja. Ready for take off. Bin dabei. Wir pullen sie vorsichtig. Diese Wichtel sind schlimmer als der ganze Dungeon. Da kommt noch was. Ja, da kommt mal was rum. Hey! Ja, die werden jetzt an dir vorbeilaufen, weil ich die Agro habe. Solange sie auf dich schießen, ist es okay. Ich muss sie überleben, nicht du. Dann können wir Amia sterben lassen, ne? Ja, genau. Ja, mach dir mal. Kommt er nicht ran? Nein? Nee, das gibt's nicht. Kommt ihr mal? Pull ich den nächsten von hinten. Die müssen kommen, ich hab Aggro. Da kommt was, da kommt was, da kommt was. Da kommt einer. Scheiß Wichtel hier. Ja, Ami, da würde ich mir aber nicht gefallen lassen, dass du dir sagst, scheiß Wichtel. Macht halt ja so. Blitzdingsen. Kostet zwar ein bisschen viel Mana, aber. Aber es hat sie gepult. Komm her, du Lümmel. Bedrohung sinkt. Gut. So, nur noch zwei. Warte, dann können die Kürze so nehmen. Nee, da hinten ist ein Schurke in der Ecke. Der hat mich vorhin umgenutzt. Das waren wahrscheinlich auch wieder die Feuerbälle, aber nur gut. So, jetzt holen wir den Schurken hier raus. Oh, jetzt 68, ja, GZ. Oh. Ach ey. Und dann kannst du wahrscheinlich für 68 nicht mehr gebrauchen, weil du inzwischen ein besseres Quest-Item gekriegt hast. Das wollte ich gerade sagen, du. Ab in Schergard, kannst du schon hin? Kannst du schon mal vorleveln? Aber hey, wir sind durchgekommen, yay! Hey, geil! Wir sind gleich beim Endboss, vielleicht. Oh, jetzt kommen die Charger. Auch die sind nicht schlimm. Die machen keine Feuerbälle. Das sagt dem Heiler. Die machen keine Feuerbälle. Ja. Du musst sie alles wörtlich nehmen, was ich erzähle. Die hatten aber auch irgendeine Schweinerei auf Lager und ich hatte richtig im Kopf. Ja, die schleudern nicht hoch und chargen nicht an. Also, solange ich die Akku davon habe, ist das okay. Das könnte durchaus schlimmer sein. Nee, schlimmer geht's ja gar nicht. Schlimmer geht immer. Hofwaffe, okay. Deswegen habe ich vorhin nicht gewusst. Ich weiß nicht, hast du die. Totems. Hast du vorhin nicht die Wurfwaffe genommen? Wer, ich? Nee. Keks. Nee, hab ich nicht. Weil die ist ja mit Stärke und so versetzt. Ja, aber nö. Ich glaube, die konnte ich gar nicht tragen, weil ich das noch nicht gelernt habe. Weil ich noch nie in der Stadt war und zum Wurf auf dem Lernen. Unskilled. Ja. Sagt ja alles. Töte ihn. Ich glaube, ich kann nicht mal Zweihand extra tragen. Aber Zweihandstrahl kommt irgendwie sowas.
weil ich es nicht gelernt habe. Ich meine, der Krieger ist ja eigentlich die Klasse, die die meisten Waffen tragen kann. Theoretisch. Sogar Stäbe. Sogar Stäbe. Ich glaube, das Einzige, was wir nicht tragen können, sind Zauberstäbe. Als Waffe. Wobei das mit den Stäben hat Blizzard, glaube ich, nur eingebaut, um sie zu verarschen. Na, ich weiß nicht. Also, ich habe tatsächlich mal mit einem Charakter, mit einem Krieger, ich weiß nicht, wie viele 100.000 Krieger gespielt, mit einem habe ich tatsächlich mal, in Westfall hing ich darum, als Allianzler mit einem Stab hantiert, weil ich keine bessere Waffe hatte. Okay. Mit blauen Stab. Was hat denn Arinia für einen Müll gemacht, dass sie PvP anhat? Ich weiß auch nicht. Es gibt Leute, die stehen drauf. So, Leute, Endboss. Ja, Schuppi. Hey, Quest complete, hey. Hey, stopp. Lass den kurzen hier mal vor uns mal ein bisschen diesen Muskelprotz da, diesen Verschnitt von Arm. Ach, diesen Mana-Buggy. Kneckebrot. Dieses Kneckebrötchen, lass es. Das ist kein Bettbrötchen, das ist Kneckebrötchen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das wird jetzt auch nochmal ein schöner Akt. Ach, das ist nicht so schlimm. Die Schlimmste sind hier die Caster drumherum. Ja, warte kurz. Ich guck mal. Ami, weißt du noch, ob ich die Bäume in der Baumgestalt rufen kann? Nee, weiß ich nicht. Ich zieh die mal mit raus, vielleicht können die uns helfen. Zur Not gehe ich dann nochmal wieder rein in die Formel zurück. Wenn ich sie finde, die Bäume. Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Kannst du die auf dem Level überhaupt schon? Ja. Hast du es denn auch erlernt? Hallo! Hi! Ich bin Mammut. Ich bin kein Mammut. Ich schon. Super, ich finde ihr. Was sind die? Ich bin der Meinung, ich habe die schon gelernt. Weil das ist mein zweiter und der andere hat die noch nicht. Hä? Wer sucht, der findet. Oder auch nicht. Tatsächlich, ne. Na gut, dann pull ich die so. Kann ich die. Kannst du die. Nee, die kriegst du nicht zusammen, ne? Nee, die casten von jeder Ecke aus. Ja, die musste man ja irgendwie um die Ecke gehen rauszuziehen. Schon. Dann mal wieder, wie du es vorhin auch gemacht hast. Gott. Kannst die hier rüberholen, hinter die Ecke. Ecke, 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 Ecke. Ist doch. Ja, konnte ich ein bisschen schwächen. Was geht hier vor? Was habt ihr getan? Ihr macht alles zunichte. Ach, laber nicht da hinten. Ach, alles kaputt. Das ist der andere gewesen, nicht ich. Ja, es interessiert den doch nicht, die Bohne. Ja. Aua, aua, aua. Aua. Oh, was war denn da los? Geh mal ein bisschen zur Seite. Der hat aber eine ganz schöne AOE, also Boden-AOE. Ja, ja, aua. Heiltrank Intus. Warum sieht man das nicht? Normal kommt man das sehen, dass der da irgend so eine Welle macht. Ja, wahrscheinlich, weil wir hier drin sind und nicht da außerhalb. Och, Ami, was machst du? Du Double Kill! Die Gammelschule. Ey, das ist zwar Leder, aber das schläge ich trotzdem. Ich würde sagen, ich kann euch nicht wieder ritzen. Ach verdammt, jetzt habe ich Geist freilassen geklickt. Achso, ja. Scheider ist ja auch tot. Okay. Ja. Ja, ich weiß, was wir machen. Wir nötigen unseren Keks dazu, dass er seinen Beruf verlernt und Ingenieur wird. Goblin-Ingenieur. Tja, als ob. So weit kommt's noch. Kannst du mit Kabel retten. So, 20%. Scheiße, das Kabel funktioniert nicht. Zu kurz. Jetzt ist die Rüstung komplett rot. Aber wirklich alles. Ja, wir sind ja jetzt auch durch. Sagen, Keks und ich brauchen nur noch in der Mitte durchrennen, kurz erkunden und dann war's das. Na, ich hab da schon erkundet. Ich war ja schon 2 Meter drin. Ja, ist klar. Du bist auch vorne und ich bin hinten. Tja.
In der Mitte ist gar nichts. Sag ich jetzt mal nichts. Ja, wenn da nichts weiteres ist, dann brauchst du dich auch nicht dazu äußern. Hätten wir das auch geklärt, oder? Ja. Aber wenigstens könnt ihr jetzt den Shortcut nehmen, ihr müsstet nicht mehr außen rumlaufen, einfach nur geradeaus durch. Zum Erkunden vom Dingens. Nee? Nee? Ja. Hast du fein gemacht. Kriegst du jetzt einen Keks. Yay! Aber wahrscheinlich erst dann irgendwann. Im August. Nächsten Jahres. Nee, ein Ali, ein Ali! In Trauma, ein Ali! Oh, töt ihn, töt ihn! Er ist Level 69! Ja und? Hallo? Ich, skillfrei und so? Das ist ein Bärchen. Ich mach mich gleich zum Baum und dann machen wir mal ein bisschen Action da. Als ob. Wir haben ja nicht mal 8 Wichtel vernünftig down gekriegt. Und dann willst du gegen Bärchen kämpfen, der Level 69 ist. Moment! Wichtel haben Feuerbälle. Ein Bärchen nicht. Außerdem ist es ein Gummibärchen. Der ist bestimmt gleich weg, während ihr dann wieder da seid. Oh, kann so sein vielleicht. Ich gebe erstmal meine Quests ab. Was braucht ihr? Was kriegen wir denn? Wir kriegen Zauber macht Ring, Intelligenz Hals, Beweglichkeit Ausdauer Umhang. Ja, ist super. Warum laufe ich eigentlich weiter? Ich habe die Quest doch gar nicht. Ja, weil... Weil das Gesinnung ist. Gildengesinnung. Bitte was? Ja, genau. Gesundheit. Danke. Stärke, Ausdauer, Intelligenz als Brustdingens. Ist jetzt auch nicht wirklich besser als das, was ich habe. Dann nicht. Ich bin schon wieder bei den Lehrwandern gelandet. Bei welchen? Ach, da hinten wieder. Okay. Ey, das gibt's doch nicht. Ich meine, ich habe hier noch eine Quest, ich könnte die jetzt mal machen, aber... Hallo? Hallo? Wie war das? Du kannst auch fliegen. Frag mich, was das soll. Wenn ich mich gleich rausporte, bin ich auch wieder im Blutkessel. Bollwerk. Ich will erkunden. Gib mir das scheiß Teil. Sag nicht, du läufst jetzt extra außen rum. Nein, ich bin schon unten drinne. Okay. Ich höre ja zu im Gegenzug zu einem Gewissen. Ich weiß nicht, wen du meinst. Ja, nein. Oh, ein Blümchen. Ich muss mal eben zwischenlanden. Immer diese Zwischenlander. Ja, also ich drehe jetzt gleich die... Jetzt die zweite Runde. Und der will nicht. Bist du denn mal bei dem Eingang gewesen, von dem man normalerweise reingeht? Mhm, bin ich. Ich laufe jetzt nochmal diagonal über die Mitte, zum Eingang, durch den Eingang, raus. Von da, wo du vorhin gestorben bist, dort nochmal reingehen. Ja, ist ja nur ein Weg. Ich meine. Ha! Jetzt hast du? Ja, ich bin wahrscheinlich ganz weit genug reingewesen. Yep. Okay. Nee, der Heiler kommt raus, er geht in den Dungeon. Ja, ich war bei euch auf dem Höllenfeuerbollwerk, hier sind Gegner. Das ist nicht cool. Was soll das? So. Ein Dudu. Dudu. Kommt ein Dudu geflogen. Zieh den Kopf ein. Nee, eher nicht. So, das sind 10 Balken. Mal sehen, wie viele Balken ich gut schreibe. Brauch nur noch so viel. Einen halben Balken, dann habe ich wieder Next Level. Yay! Hey. Brauch noch 13%, dann habe ich wieder nächsten Level. Wenn du das so wissen willst, es sind 3%. Ja, bei mir werden ja keine Balken angezeigt wegen dem Add-on. So, und ihr meint, das Ding können wir tothauen? Nein, lass. Ich habe Angst vor dem. Das ist ein Ali. So. Ich hab gar keine Post, so ein Lügner.
Ich meine, diese Postlügner. Nun gut, ich würde sagen, wir machen dann hier Aufnahmepause nach anderthalb Stunden. Wir wollten nur mal ganz kurz Blutgänse. Alter. Ja. Du ja. Mit deiner Weisheit, wir schaffen das zu dritt. Wir sind immer. Wir haben es zu dritt geschafft. Wir haben es auch geschafft, das stimmt. Oh, weia. Und dann sehen wir uns dann beim nächsten Mal, wahrscheinlich dann wieder ohne Amiga-Link. Ja, könnte sein. Ne? Könnte aber auch nicht sein, man weiß es nicht. Eventuell, möglicherweise. Mal gucken. Ne? Also dann. Was die Zukunft bringt. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao. Ciao.